Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Harveys Neue Augen. Wir haben in der letzten Episode der guten Birgit das Tiermodell des Hamsters gegeben, damit sie für die Kantine, ich wollte Cafeteria sagen, deshalb habe ich einen kleinen Stotterer drin gehabt, das weitere Banner zur Selbstbeherrschung steckt. Dann gab es Ärger mit der Oberin und ein neues Tiermotiv und mal schauen, ob Birgit schon wieder fertig ist. Sieht so aus, als wäre sie noch dabei. Aber was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich habe mir übrigens vorgenommen, dass ich den guten Poki immer zum Ende eines Rätsels im Raum befrage, weil die Gefahr, dass er spoilert, relativ hoch ist. Und das wollen wir ja alle nicht. So, hier oben komme ich auch noch nicht rein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir dazu in diese Tür rein müssen. Weil in dem Raum waren wir ja bereits bei dem alten Mann. Oben können wir auch nichts weitermachen. Wir waren ja... Na, geh in die Haupthalle. Wir waren ja bereits oben im Büro der Oberin. Da konnten wir nichts machen. Wir könnten diesen Lampen... Kronleuchter, hier steht der Sword ja auch da. Den Kronleuchter nicht runterholen. Denn... Er ist oben mit etwas befestigt, wofür wir einen Schraubenzieher brauchen. In der Kapelle können wir Frank nicht weiterhelfen, weil wir dafür das Illuminatenrätsel lösen müssen, was wiederum verbunden ist mit dem alten Kerl dort oben und diesen ganzen Gegenständen, die im Inventar sind. Gehen wir einfach mal raus zum Brunnen, denn Doris will ja, dass wir zum Beispiel... Sie bleibt stehen, aber hier ist nichts, okay. Denn Doris will ja, dass wir den Ofen anfeuern. Warum gehst du nicht zum Brunnen? Oh, Shawnee. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Oh mein Gott, nicht die Schnürsenkel. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Wir sind tough. Na, was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Verbot der Oberin? Wahrscheinlich wegen dem Feuerzeug. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Wow, was für ein Bad Boy. Ich habe gerade übrigens in der Sequenz gemerkt, dass die Musik teilweise im Vergleich zu den Stimmen relativ laut ist. Sobald wir das Gespräch beendet haben, checke ich den Sound mal. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tapp genug, um hier irgendwas zu fordern. Wie könnten wir ihm beweisen, dass wir tapp genug sind?
So, aber wie schon gesagt, wir gehen mal in die Optionen, Einstellungen. Die Musik ist auf volle Lautstärke und der Sound. Ich mache mal die Musik vielleicht so. Und den Sound genau dazwischen und die Sprache halt am lautesten. Doch nicht etwa Matze, unseren Dorfhamster. Okay, was war das für... Lassen wir es mal dabei. Okay. Hier kommen wir wieder ins Kloster. Zum Schulteich. Wir gehen mal unten in den Keller schauen. Denn hier haben wir schon alles abgegrast. Der Wasserhahn. Aber wir gehen mal in den Keller. Wer bist du denn? Hallo. Schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Okay. Gefahr, Ofen, Rezept und Singen. Wir reden erstmal über den Ofen. Aber psst! Sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Aber er ist trotzdem gefährlich. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Das Rezept. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Und was ist singen? La 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 la. Der Untergang ist nah. La 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 la. Verdammt bin ich. Verdammt bist du. Kommt noch mehr? Apokalypse Now. La 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 la. Der Untergang ist nah. Süß. Aber ansonsten können wir den Ofen einfach zumachen. Oh. Und wieder auf. Gucken wir ihn aber uns erstmal an. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder. Der Ofen war ja auch aus. Das könnten wir ändern mit dem Feuerzeug, was Shawnee in der Hand hat. Und vielleicht mit dem Alkohol, wenn wir ihn übergießen. Und ein paar Kohlen reinschippen. Wir lassen den Ofen erstmal offen. Aber wir können hier auch nichts aus dem Regal nehmen. Die Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Okay, ich dachte, wir können die Konservendose jetzt nehmen, aber wahrscheinlich brauchen wir erst das Rezept dafür. Noch ist hier nichts weiteres. Wahrscheinlich brauchen wir dann den Fortschritt noch in den anderen Gebieten dafür. Gehen wir mal hinter zu Edna, vielleicht hat sie ja was für uns. Oh, Edna ist gar nicht da. Der Schaukelbaum... Ach klar, Edna ist ja in der Klosterschule und liegt im Bett. Die Komposttonne können wir nur anschauen. Den können wir benutzen, aber das macht sie ja nicht. Sprengzünder? Fliegerbombe. Nehmen wir mal den Sprengzünder mit. Können wir die Fliegerbombe auch mitnehmen? Ah, das Wollknäuel. Nee, das wollen wir, glaube ich, nicht, oder? Nee, sie macht sowieso nur zu. Okay. Aber die Fliegerbombe bleibt liegen. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Was machen wir denn mit den Murmeln? Sprengzünder? Können wir die dem Shawnee zeigen und dann erzählen, wie cool wir sind?
Weil wir sind ja ultra tough, wenn wir einen Sprengzünder haben. Oder? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Was ist denn noch ultra cool? Ich denke mal nicht, dass er sich von Kokosnüssen beeindrucken lässt. Vielleicht können wir ihn mit dem Grizzly erschrecken. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ich glaube, das, was wir brauchen, haben wir noch nicht. Oder können wir ihn mit Alkohol beeindrucken? Shawnee schien nicht in... Lily muss... Ja, er ist nicht interessiert. Gut. Wir haben das, was er will, wahrscheinlich noch nicht. Gehen wir mal wieder rein. Aber wo gehen wir hin? Der Sprengzünder. Der Memphis hat gesagt, dass dieser Ofen einen Bombenangriff standhalten würde. Vielleicht war das ein Hinweis auf den Sprengzünder. Habe ich die Ofentür zugemacht oder war das er selber? Hier, was sagst du denn zu dem Sprengzünder? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Andererseits wollte Lily ihn noch gar nicht loswerden. Okay, wir brauchen ihn für irgendwas. Aber für was? Können wir nicht einfach reinschmeißen? Das war der perfekte andere... Okay, wir brauchen ihn noch für irgendwas. Können wir ihn benutzen? Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Keine Ahnung. Zu wem können wir denn auch als nächstes gehen? Ich glaube, wir müssen noch irgendetwas anderes auslösen, damit Birgit das Ding auch fertig genäht hat. Dort brauchen wir also auch nicht hingehen. Mann, Shawnee, sei beeindruckt von uns. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lily ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Versuch mal nochmal, ihn davon zu überzeugen, dass wir total tough sind. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Okay. Haben wir hier irgendwo einen Vogel? Ich höre zwar Gezwitscher, aber sonst nichts. Das klang nämlich wie ein Hinweis, aber... Können wir mit den Tollkirschen, wenn wir die hier irgendwie hinlegen? Auf Shawnee schien nicht... Ja, er ist nicht interessiert. Oder hier zu den Termiten? Lily hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Die Wurmeln werden ihn auch nicht beeindrucken. Ich weiß es nicht. Mit was könnten wir... Mit was könnten wir weitermachen? Wir können in der Kapelle nicht weitermachen, das macht keinen Sinn. Denn wir brauchen die Rätsellösung erst. Und die bekommen wir von dem alten Kerl oben. Gehen wir mal zu Edna, würde ich sagen. Weil, also sie bleibt immer stehen, wenn irgendwelche Hirn sind oder neue. Die beiden Mädels? Sagen die denn was Neues? Shibuya! Oh, die Schulrabauken. Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima. Riot Girl Rules. Shing! Shing! Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie. Genau. Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oder das Finanzsystem.
mit den dunklen Mächten? Sie sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Oh. Aktivismus, Haarnadel. Aktivismus. Schau dir ihr Gesicht an. Typisch. Wir sind ihr wohl zu extrem. Sind wir ja auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules. Ching. Ching. Und wehe, du sagst jetzt, du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen. Oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh. Dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny. Nieder mit den dunklen Mächten. Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpfen wir auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Du kannst uns gerne dabei helfen. Nieder mit den dunklen Mächten. Das mit der Haarnadel hatten wir erst schon, oder was sagt sie da nochmal? Ich hab's dir schon mal gesagt. Du bekommst meine Haarnadel nicht. Die gebührt nur einer echten Kriegerin des Lichts. Kräfte des Lichts, ruf die Geister des Mondes! Und solange du uns nicht mit einer krassen paramilitärischen Aktion gegen die dunklen Mächte hilfst, brauchst du gar nicht erst mit unserer Unterstützung zu rechnen. Miurushi Glitzerschein! Miurushi Glitzerschein! Okay. Irgendeine Aktion müssen wir mit den Mädels starten. Oder zumindest sie davon dann beeindrucken. Können wir ihnen vielleicht den Sprengzünder zeigen? Aber liebe Leute, was passiert, wenn wir den Shibuya Girls das Ding vorhalten? Das erfahren wir nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Harrys neue Augen. Bis dann. Tschüss.